Die OMV präsentiert die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019. Jetzt zu den Zahlen im Einzelnen. Die OMV verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine starke Performance mit einem CCS-operativen Ergebnis vor Sondereffekten von 1,8 Milliarden Euro. Verantwortlich dafür waren höhere Ergebnisse in Upstream und Downstream. Das Upstream-Ergebnis profitierte von einem höheren realisierten Ölpreis und einer gestiegenen Gesamtverkaufsmenge, hauptsächlich bedingt durch eine höhere Gesamtproduktion. Die Öl- und Gasproduktion stieg auf insgesamt 482.000 Barrel pro Tag, was vor allem Neuseeland, Abu Dhabi, Norwegen und Malaysia zuzuschreiben ist. Zusätzlich konnten wir die Produktionskosten auf 6,9 US-Dollar pro Barrel senken. Die Verbesserung des Downstream-Ergebnisses ist einer soliden Performance im Kraftstoffgeschäft und einem höheren Auslastungsgrad zu verdanken. Wir haben dieses verbesserte Ergebnis trotz einer deutlich geringeren Raffineriemarge erzielt. Im ersten Halbjahr hat der Aufsichtsrat der OMV eine neue Organisationsstruktur für den OMV-Konzern genehmigt, für die der Geschäftsbereich Downstream in zwei Bereiche gegliedert wurde. Refining und Petrochemical Operations unter der Leitung des neuen Vorstandsmitgliedes Thomas Gangel und Marketing und Trading, der bis zu einer endgültigen Besetzung interimistisch von Rainer Seele geleitet wird. Damit ist die OMV organisatorisch konsequent entlang der Wertschöpfungskette aufgestellt und für die zukünftigen strategischen Herausforderungen bestens gerüstet.